Dabei sind zwei Personen beteiligt worden, die jeweils in den Fahrzeugen gesessen haben. Eine Person konnte durch Ersthelfe aus dem Fahrzeug befreit werden, wurde schwer verletzt. Und die zweite beteiligte Person im zweiten Fahrzeug ist leider im Fahrzeug verstorben. Die Problematik in der Erstphase bestand darin, dass wir in einem Fahrzeug noch eine zweite Person vermutet hatten, weil die ersten Aussagen des Betroffenen das so hergegeben haben. Deshalb haben wir im Zuge dessen noch umfangreich hier die Umgebung abgesucht nach einer weiteren Person. Dazu hat auch die Polizei einen Hubschrauber eingesetzt. Wir mit Kräften der Feuerwehr waren dementsprechend im Einsatz. Es hat sich dann aber im Verlauf des Einsatzes herausgestellt, dass es eine Falschmeldung war und tatsächlich nur zwei Personen bei dem Unfall beteiligt waren hier.